Und wo sind wir jetzt? Ah, direkt am Theater. Das ist gut. Das ist ziemlich gut. Hier ist auch wieder alles kaputt. Gut. Was ist hier? Gar nichts ist hier. Hier muss irgendwas liegen. Ja. Ist das ein Erste-Hilfe-Kasten? Nein, Armeepistole, Munition, Jagdgewehrmunition. Ja, wie gesagt, alles schön und gut, aber mir sind so Erste-Hilfe-Sachen gerade mal echt lieber. Vor allem, weil sich das gerade wieder so anhört, als wären hier Gegner, oder? Oder habe ich mir das jetzt eingebildet? Ja, ich glaube, ich habe es mir eingebildet. Da. Ein Gesundheitsdrink, ja, das ist schon mal, das ist gut. Wenigstens einer. Sonst noch was hier? Ich muss zuerst das Theater überprüfen. Ja, Travis ist ja gut. Ich wollte nur gucken. Nur eben gucken. Gut, dann überprüfen wir das Theater. Tickets. Ja, wir haben ja eins. Ein schmaler Schlitz für irgendwelche Tickets. Ja, gut, dass wir eins haben. Gegenstände? Theaterticket. Da war ein Geräusch an der Haupteingangstür. Klingt, als wäre sie jetzt entsperrt. Okay. Dann geh mal da rein. Eine schöne große Empfangshalle mit Karte. Ja, so muss das auch sein, dass die Karte direkt am Anfang liegt, nicht so wie im Sanatorium. Ja, wir müssen natürlich, ich weiß das, durch die hier, wie sollte es anders sein? Aber ich möchte hier nochmal gucken. Und auch nochmal eben speichern. Fast 2 Stunden schon. Nee, sogar über 2 Stunden, weil ich ja den anderen Spielstand noch genutzt habe. Ah, dann war das jetzt dumm, den hier zu überschreiben. Na, ist egal. Gut, wir gehen erstmal darunter. What are you doing in here, Lisa? Sorry if I scared you. I thought I was the only one in here. It's dangerous. Dangerous? You're kidding. The door was open, so I let myself in. I just love the theater, Travis. I want to be an actress. But mom was a nurse, and her mom was a nurse, so I'm going to be a nurse. I've got what it takes, though. I can't stop thinking about you, Travis. I want you. You're all I think about. Let's get the hell out of this crazy town. Run off. The two of us. We could be so good together. See? I could be a star. Yeah. Well, see you around. Tja, da hat Travis wohl im ersten Moment gedacht, hey, geil. Tja. Ja, aber die Lisa ist auch irgendwie komisch. Also in Silent Hill 1 fand ich die auch richtig gut. Und jetzt haben die auch so entstellt irgendwie. Die sieht zu komisch aus. Oh, hier ist direkt was. Oh, da hängt was. Oh, da hängt was. Aber ich weiß eigentlich, dass dieses Ding noch nichts macht. Eine Puppe sieht aus, als ob sie gerade jemand repariert. Ja, okay. Bin ich jetzt überhaupt richtig oder hätte ich die andere Seite nehmen müssen? Ich weiß es. Flashback, okay?
Hang not on my garments. Sir, have pity. I'll be his surety. Silence. One word more shall make me chide thee, if not hate thee. What? An advocate for an impostor? Hush. How thick as there is no more such. You okay, Tony? Yes. Yes. Fine. Just a headache. A damned nosebleed. You mind if we stop for a moment? Ja, das schien jetzt irgendwie eine Probe zu einem Theaterstück zu sein. Und hier finden wir noch ein Holzstück. Da kann man, glaube ich, noch nichts machen. Peter, wünsche viel Glück dabei, irgendetwas zum Laufen zu kriegen. Dieser Ort wurde von Idioten verkabelt. Der Safety Curtain hängt am selben Stromkreis wie die Scheinwerfer. Sobald ein Scheinwerfer durchbrennt, haut es auch die Sicherung raus und der Safety Curtain lässt sich nicht mehr bewegen. Idioten. Den Sicherheitsinspektoren wurden sprichwörtlich die Sicherung durchbrennen, wenn sie das hier sehen, zu sehen bekämen. Das würde in der ganzen... Ich habe gerade echt Leseprobleme. Das würde in der ganzen Stadt nicht vorkommen. Wir sehen uns, wenn ich zurück bin. Eric. Ja, okay. Hallo, Travis. Mach irgendwas. Es passiert nichts. Okay. Eisengewichte. Und was gibt's hier sonst noch? Munition? Ja, speichern noch nicht. Haben wir gerade erst. Wo soll ich hin? Oben, unten? Hier, rechts, links? Ah, da liegt noch was. Schon wieder ein Hammer. Leute, gebt mir was anderes. Keine Waffen. Ja gut, dann müssen wir wohl doch nach da oben. Bin ich jetzt daher gekommen? Ja. Ja, daran kann ich mich gerade erinnern. Ja, das sind nämlich hier die Gegner, die uns im... Oh, hallo? Die uns hier im Theater erwarten. So Puppen, die von den Decken hängen. Da kommen nachher noch andere. Aber die hier sind super nervig. Gut, tritt drauf, Travis, dann hat sich die Sache erledigt. Hier möchte ich nochmal gucken. Das sah so aus. Nichts Brauchbares. Toll, und das sah so brauchbar aus. Ach, Gesundheitsdrink. Geht doch, geht doch. Da ist ein... Okay, also da sind ganz viele Räume. Da ist ein Fernseher, den ich direkt mal mitnehme. Und dann zuerst in den Raum gehe. Ich mache das jetzt nach einer Reihe. Sonst komme ich ganz durcheinander. Oh, was ist hier? Noch ein Katana. Also mit Waffen sind sie jetzt wirklich nicht sparsam, aber... Oh, oh nein, nein, ich wollte nicht die Welt wechseln. Travis, nein. Nein, schnell wieder zurück. So weit sind wir noch gar nicht. Ich wollte diese Notiz da nehmen, die da lag. Oder habe ich mir jetzt einen... Nee, da liegt doch eine. Ja, das ist ja auch super blöd. Die vor den Spiegel zu legen. Jack behauptet, die Stadt befinde sich auf spirituellem Boden. Ich hoffe, wir erhalten einen Segen. Prospero, Schamane, Federn, Rauch, Totemzauber, Ariel, Luftgeist, Flugprojektion, Puppen, Caliban, Büffelgeist, heute und Berghoffsche Aufführung auf allen Vieren, schlechter Schauspieler. Mhm. Gut, das sind wohl die, Rollen, die vergeben wurden. Ja gut, und hier machen wir jetzt nochmal einen Schnitt.